Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute untypisch an einem Montag, aber es ist natürlich ein ganz besonderes Video, denn ich bin in diesem Jahr Teil der BookTube-Wichtel-Aktion mit 21 oder 22 anderen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob mit mir 22 oder neben mir 22. Bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Und alle haben in den, oder fast alle haben in den letzten Tagen ab dem 1. Dezember ja ihre Wichtel-Pakete ausgepackt. Ich packe die Playlist und alle Kanäle unten in die Infobox. Schaut da super gerne mal vorbei, wenn ihr bei jemandem vielleicht noch nicht vorbeigeschaut habt. Wir hatten einen preislichen Rahmen. Wir haben uns gegenseitig auch Wunschlisten geschickt, Dinge, die wir mögen und nicht so mögen. Und ich wurde beschenkt von der lieben Sarah und mich hat jetzt dieses Paket erreicht. Und ich dachte, wir packen das jetzt einfach mal gemeinsam aus, zusammen mit den Klapperohren. Wie oft kann man die auch im Jahr aufsetzen? Und ach, schon sehr, sehr schön, was ich sehe. Wir haben hier für kreative Momente, oh, sehr schön eingepackt. Braucht man, ja, ich packe jetzt einfach mal aus. Ja, ich bin sehr gespannt, was die liebe Sarah mir hier eingepackt hat. Ach, sehr schön mit Servietten. Das ist ja eine coole Idee. Oh, ein Paperblock mit Folie. Ach, und im Disney-Design. Oh, sehr schön. Da hat Sarah richtig aufgepasst. Denn ja, ich bin ja Disney-technisch unterwegs, wie man heute vielleicht auch unschwer an den kleinen, dezenten Ohrringen erkennen kann. Und ja, ich habe ja auch mit Becky schon den ein oder anderen... Also ich glaube, wir hatten einen reinen Disney-Hangout, aber wir quatschen ja immer auch über Disney. Ja, super. Vielen, vielen lieben Dank. Da freue ich mich sehr. Und da ist auch noch was Kleines Selbstgebasteltes drin. Ach, sehr schön von der Minimaus. Auch ein Lesezeichen ist mit drin. Finde ich richtig, richtig toll. Ach ja, also da geht mein Herz direkt auf. Sehr, sehr, sehr schön. Dann haben wir hier ein paar Zeilen, aber erst am Ende lesen. Enthält Spoiler. Vielen Dank für die Warnung. Ui, einen Tee-Adventskalender, sehr, sehr, sehr schön, von Kappa. Ich mag die Teemarke sehr gerne, ich habe da auch ein paar Favoriten. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr einen Tee-Adventskalender, ich glaube von DM, den habe ich auch geschenkt bekommen. Aber ich finde, man kann nie genug Tee haben und ja, wenn einem hier Sorten gefallen, ich glaube, das sind genau 12 Geschmacksrichtungen, super. Ich freue mich und es ist heute, wo ich es auspacke, ja auch erst der dritte. Das ist heute der dritte. Dementsprechend kommt das perfekt und man kann am Tag ja durchaus mehr als 2 Tässchen trinken. Oh, mit was mache ich ja weiter? Meine Güte, was ist hier alles drin? Ich bin total geflasht, auch wunderschön eingepackt. Ja, ich muss jetzt, glaube ich, die schöne Schleife lösen. Eieieiei, hier, da möchte man ja ganz vorsichtig sein. Hier ist noch, steht hier was drauf, für eine entspannte Auszeit mit Buch und schönem Duft. Also auch sehr schön mit dem Craft-Papier. Ui, ich sehe Badezusätze. Sehr cool. Ach, die Disney-Prinzessinnen. Oh, sehr schön. Das ist dann mein Badevorrat fürs nächste Jahr. Einmal haben wir Ariel, wir haben einmal Jasmin aus Aladdin, wir haben Belle aus Die Schöne und das Biest und Cinderella von, ja, Cinderella. Also richtig, richtig schön. Das ist, glaube ich, dann Aurora, ne? Oder ist das Aschenputtel? Ich bin mir gerade, ist Aschenputtel Cinderella? Jetzt bin ich verwirrt, aber egal. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Ja, die teile ich mir fürs nächste Jahr ein. Da freue ich mich drauf, weil, also es kommt auch ein wunderbarer Duft schon entgegen. Das ist auf jeden Fall perfekt für entspannte Momente im Bad. Ich bin hier total überfordert. Ein kleineres Päckchen mit einer Kerze dran. Bedeutet das zum ersten Advent? Oder ich mache es jetzt auf. Also der erste Advent war ja sowieso schon. Das hat sie sehr, sehr sorgfältig eingepackt. Sarah, das hast du mehr als gut gemacht. Aber toll, auch das Papier, super schön. Hier wird es duftelig, sehr schön. Von Chestnut Hill, einmal Winterkorn und einmal Falling Snow, jeweils ein kleines Mel. Das ist natürlich eine coole Idee. Darauf bin ich selbst nicht gekommen, wie ihr morgen dann sehen könnt. Ja, Falling Snow gefällt mir, riecht auf jeden Fall schon sehr lecker. Und Winterkorn, ich glaube von Chestnut Hill hatte ich bisher selbst auch nur 2 oder 3 Düfte. Ja, der riecht so richtig schön herbstlaubig. Na, der gefällt mir sehr gut. Kann ihn nicht ganz winterlich erkennen, aber zumindest herbstlich. Oh, was haben wir hier noch? Wir haben After Eight Weihnachtskugeln. Ja, das hatte ich ja auch geschrieben, dass ich das super gerne mag. Und Chai Latte.
für die Zweibeine. Also für mich sehr, sehr lecker. Ich vermute mal dann, dass auch was für den Vierbeiner drin ist. Es sieht zumindest hier so aus für die Vierbeiner. Ach, wie süß. Hat Sarah sogar an Katz, Hund oder beide gedacht. Das werden wir jetzt sehen. Auch super niedlich verpackt. Schauen wir mal. Ja, da wird sich Weasley auf jeden Fall freuen. Rind- und Geflügelsticks finde ich cool. Mag er, isst er gerne. Und das ist ja perfekt mal so für zwischendurch für die Belohnung. Ach, und jetzt kommen hier die für die Achtbeine. Für die Achtbeine. Also Spinnen habe ich nicht im Haus. Rechnen wir bei Katzen Achtbeine? Oder ist das in Kombination mit den Menschen? Bin mir gerade nicht sicher. Bei Katzen haben wir theoretisch auch nur vier Beine. Ja, aber es ist zweimal Katzenfutter. Sehr schön, Faircat. Mag zumindest mein Samwise auch super gerne. Meine Katzen sind sehr eigen, aber Faircat finde ich richtig toll, weil es gut für die Umwelt ist und ja, auch was drin ist. Alles artgerechte Haltung, wenn denn schon Fleisch. Ne? Also da freue ich mich sehr. Beziehungsweise werden sich meine Katzen auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen. Dann haben wir hier noch was Kleines, alles auch so liebevoll eingepackt. Also ich bin total aufgeregt und geflasht. Was haben wir hier? Oh, eine Eyeshadow, Glow Base und Highlighter. Ja, kann man immer gebrauchen. Du schminkst dich doch auch so gern. Ich weiß nicht, ob du eine Base benutzt, aber das ist mein Must-Have. Alles hält länger und sieht besser aus. Ja, das finde ich natürlich richtig, richtig cool. Kenne ich tatsächlich noch nicht. Ich benutze irgendeine von Essence. Aber das finde ich richtig schön, also so ein kleines Pöttchen. Und Rival Loves Me ist auf jeden Fall auch absolut eine Kosmetikmarke, die ich sehr gerne benutze und dementsprechend perfekt. Also ich bin echt, vier Teelichter, sehr, sehr schön. Zweimal Kirsche und zweimal nordische Blaubeere. Oh, Kirschdüfte mag ich sehr gerne. Ah, sehr schön. Die kann man ja auch wunderbar wahrscheinlich aus dem Behältnis raus und dann in die Duftlampe. Super, vielen, vielen Dank. Also es wird auf jeden Fall wunderbar düfteln in meiner Wohnung. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem Ganzen. So, und jetzt kommen wir nicht unbedingt zu dem Highlight, weil das war hier gefühlt alles schon ein Highlight. Ja, ein Buch. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dir gefällt meine Wahl und der Zustand ist okay für dich. Ja, weil ich auch gesagt habe, dass es durchaus eben auch ein gut gebrauchtes Buch sein kann. Ich bin da ja nicht so. Und, ach, das ist schön. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, ach, toll. Das Tier meines Lebens von Ilka Piepgras, wie mein Hund aus mir einen anderen Menschen machte. Ja, das ist mir vor 2-3 Monaten, als Weasley noch nicht so lange da war, über den Weg gelaufen. Und das klang so, so, so toll. Und ich freue mich. Also, mein Hund hat einen freieren Menschen aus mir gemacht, vielleicht einen besseren. Da kann ich zu Teilen wirklich nur nicken. Ja, sie nimmt einen Berner Sennerhund, Teddy, auf und der ändert ihr Leben schlagartig. Denn das Tier bringt sie wieder mit der Natur in Kontakt und auch mit ihrer eigenen. Und ja, freue ich mich. Ach, super. Sarah, perfekte Wahl. Da freue ich mich sehr und auch perfekter Zustand. Also möchte ich gar nichts meckern. Alles perfekt. Freue ich mich wirklich, wirklich sehr, weil ich glaube auch, dass das in echt, ja, 20 € gekostet hat. Dementsprechend, wenn es eine gute Qualität im gebrauchten Zustand hat, ist es perfekt. Also ich bin da, also ja, ich freue mich über dieses Buch und dass du das ausgewählt hast, obwohl es eben vom Preis ein bisschen teurer war, aber es ja so eigentlich im Rahmen war. Und ach, das erklärt natürlich auch, wie es zu diesem vielen Zubehör gekommen ist, wenn du hier vielleicht ein gebraucht Schnäppchen gemacht hast. Ja, jetzt kommen wir zu der Karte und zum Spoiler. Liebe Grüße von Sarah, aka Dunkelgefunkel aus Nürnberg beim Booktube-Wichteln 2022. Adventszeit, ach, das ist ja cool. Da kann man jeden Tag wie so eine Parkscheibe vordrehen. Ach, das finde ich mega. Sehr, sehr, sehr schön. Und jetzt hat sie auch ein bisschen Text drin, also richtig schön. Ich würde das mal für einen Moment für mich lesen. Ja, nachdem aber nichts, glaube ich, Verwerfliches drin steht oder Privates. Ja, liebe Steffi, ich freue mich sehr, dass ich dieses Jahr dein Wichtel sein darf. Ich habe versucht, eine Mischung aus Dingen zu finden, die du grundsätzlich magst und dir Freude und Entspannung in der Adventszeit spenden können. Das Buch habe ich gewählt, da ich es ganz toll finde, wie Weasley neu in dein Leben gekommen ist und dich glücklich macht. Ich habe dieses Jahr ja auch meine Familie vergrößert und ich weiß, Tiere können wie Kinder sein und geben viel Liebe zurück. Oh ja, ich kann das nicht nachvollziehen, aber also ich glaube, dass es so ist. Neben dem Tee-Adventskalender kannst du auch diese Karte nutzen, um den Christmas-Countdown zu verfolgen. Ich mag dich und deine Videos total gerne und wünsche dir eine tolle Weihnachtszeit.
Und guten Start in das neue Jahr. Ach, ich freue mich. Vielen, vielen lieben Dank, Sarah. Oh, jetzt bin ich auch noch ganz rührig. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich wirklich mega darüber. Ich finde das eine total coole Idee, die man auch einfach jedes Jahr wieder auspacken kann. Ne? Also richtig lustig. Vielen, vielen Dank, Sarah. Du hast mein Herz wirklich mehr als erwärmt. Und Katz und Hund werden sich auf jeden Fall freuen. Und mein Disney-Herz und... Oh, ich bin wirklich sehr gerührt und ich danke dir wirklich von Herzen für diese schöne Ideen, für diese wunderbaren Geschenke und ich dieses Jahr auch Teil des BookTube-Wichtel-Pakete-Aktionen-Dingens sein kann. Jetzt bin ich total fertig. Ja, vielen, vielen Dank, Sarah. Ich möchte auch natürlich allen Zuschauern noch eine schöne, schöne Vorweihnachtszeit wünschen. Genießt die Zeit noch. Es ist ja nicht mehr lange bis Weihnachten und Ich bin wirklich sehr gerührt und sehr freudig und bin jetzt mega gespannt, was mein Wichtel morgen zu ihrem Paket sagen wird und freue mich da dann auch das Unpacking zu sehen. Und ich bin wirklich überwältigt und ja, danke euch jetzt allen fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne restliche Vorweihnachtswoche. Lasst es euch gut gehen und dir, Sarah, auch von Herzen vielen, vielen, vielen lieben Dank und hab auch du noch eine schöne Restwoche und ja, macht es schön gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.